Das Problem ist, dass man aufwächst, Kindergarten, St. Martin, Wittosch, da lernst du das. Dann kommst du in die Schule, dann lernst du was anderes. Dann kommst du, lernst vom Affen, stammst vom Affen ab. Von der Religion kriegst du absolut nichts mit, null. So, wenn du in die Moschee gehst, falsche Menhesch. Sage ich ganz klar, allen Verantwortlichen hier und in allen anderen Moscheen sage ich das auch. Ich war gestern noch in einer Moschee gewesen, ich habe mir den Unterricht angehört, das sind jugendliche Kinder und die sind da auswendig lernen. Elif, Ba, Ta. Ich habe gestern noch erlebt, davon wird keiner Taqwa kriegen. Du musst erstmal in Islam lernen, was Islam ist. Und so hat noch keiner hier in diesem Land Arabisch gelernt. Und alle, die das Alphabet gelernt haben, 90% haben es wieder vergessen und das hat nichts gebracht. Schläge, erstmal Alphabet lernen. Arabische Sprache ist schön, wenn man die kann, ist wichtig, um zu verstehen. Aber wichtiger ist, dass du den Kindern erzählst, was ist Islam. Deswegen muss es in jeder Moschee Unterricht auf Deutsch geben. Und wenn du nur einige Geschichten erzählst, wenn sich nur einer hinsetzt vorne, und da werden die Kinder Lust haben, in die Moschee zu kommen, aber auf dieses Schema hat keiner Bock. Du hast in Deutschland so viel Freiheit, Fußballverein, Judoverein, Karateverein, Breakdanceverein, ja? Du hast so viel Freiheit, dann kommt er in die Moschee, hey! Elif Ba Ta Tha, Elif Ba Ta Tha. Hat er keinen Bock drauf, geht er wieder nach Hause. Ist Tatsache. Ist Tatsache und ich weiß genau, ich rede jetzt, ich mache das extra so vor, damit es jeder kapiert. Deswegen sind die meisten Jugendlichen aus der Moschee abgehauen in was weiß ich wohin. Aber wenn da vorne jemand sitzt, erzählt, guck mal, Geschichte vom Prophet Mohammed. Wenn es nur ein Hadith ist, über den man eine halbe Stunde redet, die Jugendlichen haben alle Interesse daran. Und wenn er dann Interesse hat, dann machst du danach noch eine halbe Stunde Arabischunterricht und die werden Spaß haben, Arabisch zu lernen. Aber die kommen in die Moschee, anderthalb Stunden, Elif Ba Ta, lernen das Alphabet. Hat keiner was von, können das alle sowieso nicht. Illa man rahimahullah. Außer eine große Ausnahme. Deswegen muss, hier sitzen viele, stimmt's oder habe ich recht? Stimmt's oder habe ich recht? 100%, ne? Das ist das Schema. Jeder hier kann das bezeugen, der hier sitzt, ihm ist es genauso gegangen, der wusste gar nicht, wo man in die Moschee geht. Deswegen, diesen Weg muss man ändern. Jeder ist hier am Nicken. Ich sage euch was. In Deutschland gibt es 3000 Moscheen. Und die meisten Jugendlichen, die aufwachsen, die werden bald die arabische Sprache nicht mehr können oder die türkische Sprache nicht mehr können. Das heißt, du kannst hier vorne keinen Imam mehr haben, der nur Arabisch kann. Und das wird auch gut sein für den Umgang in Deutschland. Das heißt, was müssen wir haben? Wir müssen Leute haben, die auf Deutsch predigen können und die den Islam gelernt haben. Deswegen muss jede Moschee hat die Verantwortung, Geld zu sammeln und einen Bruder nach Saudi-Arabien zu schicken, dass er dort Islam studiert. Jeder, der hier ist, der soll vorhaben, Islam zu studieren. Viele Leute brechen das Studium ab, weil sie kein Geld mehr haben. Warum investiert man ins Gebäude, aber investiert nicht in den Inhalt? Der Inhalt ist das Wichtigste, weil sonst ist das Gebäude irgendwann ein Museum. Deswegen, die hier sitzen, die Abitur haben, nehmt euch vor, in Saudi-Arabien studieren zu können, in Mekka oder Medina. Das sind, und Riyadh, das sind die besten Adressen. Wenn man da 5, 6 Jahre ist, ist man Imam. Da kann man wirklich hier was machen, man lernt Koran auswendig und irgendwann wird man in den Moscheen gebraucht werden, weil es gibt in Deutschland 3000 Moscheen, aber 3 Mann, die auf Deutsch Predigt machen können oder etwas mehr, ja. Also höchstens 30 vielleicht. Also ich glaube nicht, dass es noch mehr geht. Deswegen, das ist sehr wichtig. Und die Moscheen müssen sich das vornehmen. Das ist das, was ich als allererst sage. Wenn jede Moschee ein bisschen Geld sammelt, guck mal, ich hätte mit meiner ganzen Familie in Saudi-Arabien, hätte ich vielleicht 3000 Euro im Jahr gebraucht. Oder vielleicht noch ein Flugticket hin und her wegen meiner Familie. 3000 Euro im Jahr, das ist gar nichts für eine Gruppe von vielen Leuten. Das ist Fadlul Kifaya, du musst die Leute ausbilden. Hier in Deutschland kannst du es nicht. Willst du sie an die Uni schicken, wo sie irgendwie Orientalistik lernen, wo sie lernen, wie Islam kaputt gemacht wird? Der lacht, da lernt er gar nichts. Da lernt er nur die islamische Zivilisation, bla 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 bla. Mohammed könnte gedacht haben, dass die Juden der Kibla nicht folgen hatte, die totaler Schwachsinn. Deswegen, man muss Islam richtig lernen. Saudi-Arabien ist die allererste Adresse dafür. Dann gibt es auch in Ägypten gibt's einige gute Stellen, einige private Institute. Und das ist eine Sache, die wirklich eine Investition ist. Weil wer will deinen Kindern später die Religion beibringen? Und es müssen Leute sein, die nicht nur Elif Ba.